Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, und ich konnte es mir echt nicht verkneifen. Ich konnte mir die Formwandlung von der Himmelstänzerin wirklich nicht verkneifen. Ich wollte es eigentlich nicht, ja, weil ich ja eigentlich immer, ja, aber ey, komm, du kriegst so 500 Kristalle dafür und ach. Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Aber, naja, wir machen das auf jeden Fall zusammen. Ich habe es hier so schön aufgehoben. Ein paar Crystals habe ich natürlich auch schon ausgegeben. Ja, schön hier. Drache und Riese natürlich. Was auch sonst. Ja, wir machen das auf jeden Fall jetzt zusammen. Ich drücke jetzt hier drauf. Ja, entsperren. Wow. Die Formel wurde entsperrt. Möchtest du dem Formelungsgebäude gehen? Ja, möchte ich. Danke. Ja, also sie habe ich ja schon, ne, meine HWA, und ja, sehr schön. Auf jeden Fall ist echt Deluxe, ja, wirklich Deluxe. So, okay, wir fangen an hier mit unserer Chassoon, also sieht ja schon mal mega geil, Flamingo, Chassoon, wie Flamingo, Flamingo, Flamingo. Okay, wir gucken es an, Formwandeln, blah, und dann machen wir natürlich auch einen Kampf hier. Mit unseren Himmelstänzern. Mal gucken, was wir da Schönes machen können. Eigentlich nehme ich ja die Feuerhimmelstänzern zurzeit echt nur für Necro. Und nicht für Arena. Aber ich stelle die jetzt einfach mal in der Arena beide. Yeah. Sieht auf jeden Fall schon nice aus, ja. Also wie gesagt, Leute, es verändert sich nichts von der Stärke oder so. Also gar nichts, ja. Da ist nichts. Auch das Bild ist noch gleich. Finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Das Bild könnten sie echt mal ändern. Aber hier, oh, sieht schon mega geil aus. Aber naja, wir gucken mal. So, okay. Stellen jetzt mal in der Arena weiter. Sieht bestimmt gut aus. So, was haben wir hier? Wenn wir jetzt verlieren, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ja, wir sehen hier mit ihnen sehr gut aus. Mit beiden Skydancerinnen. Hier, das sieht doch ganz okay aus. So, was nehmen wir da raus? So, mal gucken. Also, Chassoon nehmen wir schon mal rein. Nehmen wir den hier raus. Raus! Und wo bist du? Hier bist du. Okay. So, wen nehmen wir als Leader mit rein? Wir haben ja jetzt einen Heiler an sich. Ach, komm. Wo bist du, Orion? Hier bist du. So. Okay. So machen wir das Team auf jeden Fall. Wenn wir jetzt, wie gesagt, verlieren, dann ist es halt so. Aber wir müssen uns jetzt das Optische und, ja, wie die Attacken jetzt aussehen, auch mal angucken. So. Blöd nur, wenn meine, ja, Skydancerin im Feuer jetzt gleich sterben würde. Okay. Stoppt schon mal nicht. Sie kommt zwar eh nicht aus dem Pushen, aber egal. Oh Gott, auf einen. Okay. Vor allem, ich habe gar... Achso, ich habe ja nur meine Skydancerin, hä? Naja, egal. Probieren wir mal. Gucken wir mal, was hier draus wird. Boah, sieht schon auf jeden Fall mega geil aus. Also echt cool. Ah, jetzt kommt bestimmt... Ah, jetzt kommt ja unser Lucian. Das war hart, aber wir haben... Ui. Elegant, elegant. Auf jeden Fall elegant. Gut, okay, dann so, komm, komm, bitte, hier, Deathbreak. Oh nein, doch nicht auf, Megan. Gut, hier, so. Die kommt halt nicht aus der Pushen hier, das ist keine Arena-Monster. Egal. So, los, Himmelstänzerin, hallo. Ah, nein. Egal, so, bam. Gut, Gefahr ist gebannt. Ich denke mal, das ist doch hier jetzt ganz safe, was wir hier haben. Ja, das sieht echt geil aus. Wie findet ihr es so? Das könnt ihr mal unten in den Kommentaren schreiben. Ich finde, das ist die beste Formwandlung, die sie bis jetzt gebracht haben. Sieht einfach mega geil aus. Und ihr könnt ja auch gerne mal unten drunter schreiben, was ihr gerne für Formwandlungen hättet. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr jetzt unbedingt gerne sehen würdet. Also welches Monster echt mal verändert werden sollte, weil ihr das total grauenhaft hässlich findet. So, jetzt komm. Oh Mann, ey. Ja, gut, okay. Ja, so, okay, wir sind durch hier mit unseren beiden Hübschen. Gefällt mir auf jeden Fall. Gut, ich bereue es doch nicht, dass ich es gemacht habe, weil das Auge ist ja bekanntlich mit, ne? Und ja, schön, schön, schön. Sehr nice. Ihr wisst ja alle, das ist mein Lieblingsmonster hier. Himmelstänzer im Feuer war mein erstes 6-Sterne-Monster. Für alle, die jetzt vielleicht irgendwie neu auf meinem Kanal sind, ist mein erstes 6-Sterne-Monster gewesen. Und I love she. Oh, sie ist einfach
geil. Egal. Auf jeden Fall. Gut, also ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich habe jetzt so die Formwandlung mit euch gemacht. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ja, also falls ihr dann mal... wo ist denn eigentlich meine Formwandlung? Ja, wie viele Formwandlungssteine habe ich denn eigentlich? 20! Ja, da fehlen ja nur noch 80, ne? Bis ich irgendeine Formwandlung machen kann. Auch sehr nice ist natürlich das hier. Sieht sehr cool aus. Auch von den Chloes finde ich echt sehr schön. Ja, aber ihr könnt ja mal, ja, das mögen ja nicht so viele hier, dieses Design, aber ich finde es jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Brian finde ich auch sehr cool, aber würde ich jetzt auch echt nicht machen, ja. Sie auch sehr schön, aber egal. Ja, und natürlich Ino finde ich auch klasse, aber naja, gut. Also, ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken, bis dann und viel Spaß und bye bye!